Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Knapper Sieg. Rote Teufel aus Bad Nauheim gewinnen Hessen-Derby gegen die Löwen Frankfurt. Neues Team United Volleys fiebern dem Saisonstart in der ersten Bundesliga entgegen. Rasante Sportart, Tennis in Frankfurt ist weiter sehr beliebt und das bei Jung und Alt. Die Welt zu Gast bei Freunden. So lautete das Motto der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Jetzt behauptet der Spiegel, dass einige der Freunde gekauft waren. Zumindest bei der Vergabe der WM nach Deutschland, dass einige Stimmen gekauft waren. Der DFB heute mit der Reaktion. Deutschland zum ersten Mal im schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer. Riesige Stimmung bei der WM 2006 im eigenen Land. Doch jetzt der Schock für viele Fußballfans. Der Spiegel berichtet, dass aus einer schwarzen Kasse einige Stimmen bei der Vergabe der WM nach Deutschland gekauft waren. Der DFB sagt nein. Das kann ich absolut und kategorisch ausschließen. Ich kann versichern, dass es im Zusammenhang mit der Bewerbung und Vergabe der WM 2006 definitiv keine schwarzen Kassen beim DFB, unserem Bewerbungskomitee oder dem späteren Organisationskomitee gegeben hat. Uns ist damals im Juli 2000 die absolut beste Kandidatur bescheinigt worden und wir haben mit unseren Argumenten für Deutschland als Gastgeber die Wahl mit 12-11 gewonnen. Das heißt, es sind auch keine Stimmen gekauft worden? Ganz sicher nicht. Das kann ich allen Fußballfans versichern. Auch der Spiegel hat dafür keine Beweise genannt, sondern beruft sich letztlich auf ein angebliches, von einer anonymen Quelle kolportiertes Zitat von Günter Netzer, das der bereits im gleichen Artikel vehement bestritten hat. Nochmals, die WM war nicht gekauft. Stellt sich die Frage, was hat es mit der Zahlung des WM-Organisationskomitees von sage und schreibe 6,7 Millionen Euro an die FIFA aus dem Jahre 2005 zu tun, die möglicherweise zweckwidrig verwendet worden sein soll? Dass es einen solchen Vorgang gibt, haben wir am vergangenen Freitag nach einer Sitzung des DFB-Präsidiums veröffentlicht. Ich habe diesen Sommer davon erfahren und eine interne Prüfung veranlasst. Zur Aufklärung haben wir verbandsintern den Kontrollausschuss eingeschaltet sowie die externe internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hier in Frankfurt. Das Ergebnis der laufenden Prüfung ist offen, aber ich kann aufgrund der zeitlichen Abläufe dieses Zahlungsvorgangs schon jetzt definitiv ausschließen, dass die Zahlung im Zusammenhang mit der WM-Vergabe im Jahr 2000 steht. Und wie geht es jetzt weiter? Zunächst einmal, es tut weh und wir beim DFB sind alle tief betroffen, dass dieses wunderbare Sommermärchen, das unser ganzes Land gefeiert hat und uns Sympathien in der ganzen Welt eingebracht hat, über neun Jahre später derartig in die Schlagzeilen gerät. In einer Telefonkonferenz am zurückliegenden Freitag hat unser gesamtes DFB-Präsidium zum Ausdruck gebracht, dass wir alle offenen Fragen schnell beantworten müssen und uns gemeinsam für eine lückenlose Aufklärung einsetzen. Wir wissen, dass wir dies der Öffentlichkeit, den Fans, dem deutschen Fußball schuldig sind. Die Welt zu Gast bei Freunden. Die Fußballfans in ganz Deutschland hoffen, dass auch im Vorfeld alles fair abgelaufen ist. Wir wechseln die Sportart und kommen zum Volleyball, denn dort gibt es ein neues Team in Frankfurt. United Volleys heißt es und spielt ab jetzt in der ersten Bundesliga. Und die Vorfreude auf den Saisonauftakt am kommenden Freitag, die ist bereits jetzt schon enorm groß. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Spieler sind motiviert bis in die Haarspitzen. Das erste Saisonspiel des neuen Teams, United Volley, in der ersten Bundesliga rückt immer näher.
Ich denke, es ist für alle wichtig, jetzt nach der Vorbereitung, dass es losgeht. Wir freuen uns wirklich, dass wir endlich auch im Feld beweisen können, was wir können. Wir freuen uns auch natürlich auf den Gegner. Das ist schon eine große Herausforderung und ich denke, über die Favoritenrolle brauchen wir nicht zu reden bei dem Spiel. Das ist klar verteilt. Das Team wurde komplett neu zusammengestellt. Aus dem Aufstiegskader der TG Rüsselsheim ist nur noch ein Spieler auch in dieser Mannschaft dabei. Aber auch die Neuen fiebern dem Saisonstart entgegen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall alle sehr. Wir trainieren jetzt schon relativ lange und so zum Ende der Vorbereitung steigt natürlich immer mehr dann auch die Vorfreude. Und vor allem, wir waren letztes Wochenende schon in der Halle bei den Skyliners beim Basketball und haben schon mal gesehen, wie das aussehen kann in der Halle. Das war ist auf jeden Fall eine coole Atmosphäre da. Also wir fiebern schon entgegen. Allerdings war die Vorbereitung nicht gerade einfach, da mehrere Spieler noch mit ihren Nationalteams bei der Europameisterschaft verweilten. Für Trainer Michael Warm war es vor allem ein Problem, dass der Zuspieler, das Herzstück des Angriffs, Jan Zimmermann, mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Der Gegner im Auftaktspiel könnte auch nicht schwerer sein. Friedrichshafen ist der deutsche Rekordmeister. Und er, Moritz Reichert, kennt die Süddeutschen nur zu gut. Spielte er doch im letzten Jahr noch am Bodensee und weiß, wie schwer das Spiel werden wird. Ich denke, man kann natürlich gegen jede Mannschaft gewinnen, ist nicht leicht, aber wenn man gut ins Spiel findet und vielleicht auch ein bisschen Glück dabei ist, dann kann man natürlich da auch was gehen, sei es zwei Sätze oder drei Sätze, was auch immer. Hauptsache, dass wir den guten Widerstand leisten und dann gucken wir einfach, was geht. Auch der Trainer weiß natürlich, welcher Brocken da auf den Aufsteiger wartet, sieht den Vorteil aber vor allem beim Publikum. Sicher können wir schon sagen, dass das Publikum da der erste Sieger sein wird am Freitag nächste Woche. VfB ist aus meiner Einschätzung stärker als letztes Jahr von der Besetzung her. Von daher denke ich, die werden auch dieses Jahr zum ersten Mal oder mit dem Ziel auch angehen, auch in der Champions League wieder noch zwei, drei Runden weiterzukommen. Das ist schon ein Top-Team. Und ich möchte nicht sagen, da können wir befreit aufspielen, weil wir werden da schon richtig viel Druck bekommen. Etwas Abwechslung zur Trainingsvorbereitung hatten die United-Spieler bei einem Videodreh für ihren eigenen Song. Unter dem Motto "Cooler Sport trifft heißen Sound" wurde zusammen mit Ron Ringwood der Song "Mad Time Volleyball" aufgenommen. Mit viel Erfolg. Ich denke, super spannend. Das hat allen sehr viel Spaß gemacht, auch mal in einem ganz anderen Metier sich zu bewegen und natürlich auch vor der Kamera, aber das ist doch was ganz anderes und die Connection mit den Tänzern, mit der Musik, mit dem Sänger, mit dem Ron, war schon großartig. Also das war mal, glaube ich, eine super spannende Angelegenheit für alle. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Fraport Arena geht es endlich los. Das Unternehmen Erstliga-Volleyball in Frankfurt. Bei uns wird jetzt der Ball etwas kleiner und er wechselt die Farbe, er wird nämlich gelb. Wir kommen zum Tennis. In Kooperation mit dem Sportkreis Frankfurt stellen wir Ihnen jetzt Tennis in der Main-Metropole etwas genauer vor. Herzlich willkommen zu unserer Serie über den Frankfurter Vereinssport. Wir beschäftigen uns heute mit Tennis, denn die Sportart ist variantenreicher, als so mancher auf den ersten Blick glauben mag. Ob Surf and Volley, Topspin oder Slice, ob auf Sand, Rasen oder dem Hartplatz, überall weiß Tennis zu begeistern und das in allen Altersklassen. Den Aufschlag machen wir in Fechenheim beim TC Casella und danach kommt der Return aus Seckbach vom TV Heimgarten, wo vor allem in die Arbeit mit dem Tennisnachwuchs sehr viel Zeit und Kreativität investiert wird. Ich bin seit über 35 Jahren begeistert vom Tennis, denn damals habe ich angefangen, nach meiner Fußballzeit Tennis zu spielen. Und das Faszinierende an diesem Sport ist, dass man das im Alter von 6 bis 80 Jahren praktizieren kann. Bei uns im Verein spielen tatsächlich 6-Jährige und 80-Jährige. Weiterhin faszinierend ist, dass Jugendliche und ältere Menschen zusammen Tennis spielen können. Männlein und Weiblein zusammen Tennis spielen können. Es gibt Mixturniere, es gibt Einzelturniere, es gibt Doppelturniere, es gibt Mannschaftsspiele. Tennis ist einfach in jeder Hinsicht ein faszinierender Sport.
macht mir einen Riesenspaß, überhaupt hier auf dieser Anlage zu spielen, wo ich auch schon jahrelang Mitglied bin. Und einfach der Sport im Sommer im Freien und in der Mannschaft zu spielen, macht mir riesig Spaß. Wir haben uns neu formiert, in der Damen 50 spiele ich. Und wir waren also in diesem Jahr ganz erfolgreich, sodass wir aufgestiegen sind in die Gruppenliga. Und mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Der TV Heimgarten ist ein wunderschön gelegener Verein mitten im Hutpark in Seckbach von Frankfurt. Und ja, wir sind ein Familienverein mit 470 Mitgliedern im Schnitt, von denen rund 150 Jugendliche sind. Ja, Gemeinschaft ist uns sehr wichtig. Das zeigt sich vor allem zum Beispiel in der Bildung von Fahrgemeinschaften. Wir versuchen, die Trainingspläne so zu koordinieren, dass eben möglichst viele Kinder partizipieren können und dass Kinder auch am Training teilnehmen können, deren Eltern vielleicht kein Auto haben. Und ja, versuchen so, die Gruppen nicht nur inhaltlich passend zusammenzustellen, sondern auch nehmen auf die Rahmenbedingungen Rücksicht. Ja, der TV Heimgarten ist auf mich zugekommen, hat uns engagiert im Prinzip als professionelle Tennisschule. Wir haben das Konzept einer Vereinstennisschule und setzen die Themen gemeinsam mit dem Vorstand dann professionell um, um einfach mehr Angebote für alle Mitglieder liefern zu können. Unser Ansatz ist, dass die Kinder immer grundsätzlich Spaß haben. Mal unter dem Leistungsaspekt, dass wir ihnen wie am Runtic-System eine Leistungsdiagnose anbieten und sie dort mit Reaktion und Schnelligkeit konfrontieren. Dann haben wir aber auch Tenniscamps, Tennisreisen, Tennisturniere bis hin zur Wetten-Dasche, wo wir einfach mit Bratpfannen, Eimern und Riesenschlägern und Schwimmflossen spielen, um einfach allen Kindern viel Spaß rund um die Sportart Tennis zu bieten. Das war's für heute mit unserer Videoserie Erlebe Sport in Frankfurt beim Tennisclub Casella und dem TV Heimgarten mit Tennis für Jung und Alt. Wir hoffen, auch Sie haben ein bisschen Lust bekommen, Tennis auszuprobieren. Dann schauen Sie beim Sportkreis Frankfurt mal auf die Internetseite. Da gibt es unter Sport in Frankfurt die Kontakte zu allen Tennisvereinen in Frankfurt, Bilder, einen ausführlichen Bericht und dieses Video. Probieren Sie es mal aus und seien Sie das nächste Mal wieder bei uns dabei bei Erlebe Sport in Frankfurt. Bleiben Sie sportlich! Und bis dann. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit dem Thema Eishockey, genauer gesagt damit. Knapper Sieg. Rote Teufel aus Bad Nauheim gewinnen Hessen-Derby gegen die Löwen Frankfurt. Gleich im Studio Teufelkapitän Düsan Frosch. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir kommen zum Eishockey. Genauer gesagt, wir sprechen über den EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel kommen immer besser in Fahrt, seit 6 Spielen, was die reguläre Spielzeit angeht, ungeschlagen. Und bei mir der Kapitän, Düsan Frosch. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Man kann eigentlich mit der jetzigen Situation ganz zufrieden sein, oder? Wie seid ihr es? Ja klar, ich glaube, wir sind sehr zufrieden. Und nach dieser Woche gegen Frankfurt haben wir gewonnen. 3 Punkte, für uns ganz wichtig. Ich glaube, sind alle zufrieden. Was macht dich so zufrieden? Sind es einfach nur die Punkte oder würdest du sagen, wir spielen auch gut?
Ja, wir haben gestern gezeigt, dass wir können auch gut spielen gegen gute Mannschaften. Aber wir müssen das zeigen auch, wenn wir spielen gegen nicht so gute Mannschaften. Und das fällt uns ein bisschen, aber ich glaube, dass wir arbeiten auf das. Das heißt, fällt es euch einfacher, gegen gute Mannschaften zu spielen? Ja, können wir das so sagen. Mhm. Ja, aber gestern war das Spiel überragend, glaube ich, und hat alle gezeigt, dass wir können Eishockey spielen, kämpfen. Und wenn Mikko gut hält hinten, dann wir können alle schlagen. Am Anfang zu Saisonstart, ihr seid gestartet mit 3 Niederlagen. Jetzt zuletzt läuft es deutlich besser. Was hat sich geändert? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht. Wir holen jetzt bei jedem Spiel irgendwelche Punkte, 1, 2 oder einfach den Spiel gewinnen. Und ja, ist das gut für das Team einfach, für Selbstvertrauen, für uns, dass wir können noch besser spielen und wir können gegen alle spielen. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt auch mit Sicherheit eingespielter als... Ja, ich glaube ja. Wie wichtig ist das? Ja, ist das immer wichtig, wenn kennst du deinen Partner, was er macht und was einfach die alle denken, die anderen. Und ich hoffe, das hat jetzt gepasst und wir spielen, glaube ich, jedes Spiel besser und besser. Ihr habt jetzt letzte Woche auch noch einen neuen Spieler dazu bekommen. Henry Laurila kam als Ersatz für den verletzten Joel Jonasson. Wie schwer ist das denn, jemanden, der die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht hat, der jetzt einfach während der Saison auf einmal dazukommt, so jemanden in das Spiel zu integrieren? Ja, ich glaube, für ihn, der ist so routinierter Spieler und erfahrener Spieler, dass einfach der kann Eishockey spielen und der hat über, weiß ich nicht, 600 Spiele in der ersten finnischen Liga, ja. Das, ich glaube, der hat gestern auch gezeigt, dass der kann gute Pass spielen und körperlich robust. Er hat mir gefallen gestern. Ja, das ist doch eine gute Aussage vom Kapitän. Der hat mir gut gefallen. Wir wollen jetzt mal reinschauen in das Derby EC Bad Nauheim gegen die Löwen Frankfurt. Ein Derby-Sieg wird immer ganz besonders gefeiert. Bad Nauheim feiert den Sieg über die Löwen. Knapp, aber da fragt keiner mehr danach. Die Tugenden, mit denen man ein Derby gewinnen kann, sind klar. Ich glaube, das ist bei einem Derby jedes Mal so. Ich glaube, das sind die spielerischen Qualitäten nicht ganz nach vorne gestellt, weil, wie gesagt, da geht es um viel, da ist viel Emotion dabei und da kommt jedes Spiel über den Kampf. Und ich glaube, Frankfurt war jetzt nicht schlechter kampfmäßig, aber ich glaube, wir haben es einfach besser umgesetzt heute. Bereits in der 8. Spielminute erzielte Dusan Frosch den goldenen Treffer. Frankfurt im Spielaufbau. Der Kapitän selbst klaut sich die Scheibe, schlägt noch einen Haken und trifft dann ins Netz der Gäste. Und verwandelt somit das Colonel Knight Stadion in ein Tollhaus. Natürlich wollten sich die Frankfurter hier nicht kampflos aufgeben, ganz im Gegenteil. Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge wollten die Löwen Punkte aus Bad Nauheim mitnehmen. Doch schon im ersten Drittel scheiterten sie immer wieder an Teufelsschlussmann Mikko Remö. 1:0 für die Gastgeber nach dem ersten Drittel. Löwencoach Tim Keller musste sich etwas einfallen lassen. Doch auch im zweiten Abschnitt waren es vor allem die Teufel, die sich gute Chancen erspielten. Doch Antti Orre im Frankfurter Tor stand seinem Landsmann auf der anderen Seite in nichts nach. Auch nach dem zweiten Drittel war es den Frankfurtern nicht gelungen, einen Treffer zu erzielen. Ich glaube, wir haben das sehr, sehr geschickt angestellt. Wir sind sehr aggressiv aus der Kabine gekommen und ich glaube, die ersten 2 Drittel haben total uns gehört. Und im dritten Drittel ist natürlich Frankfurt nochmal rangekommen. Hat sehr viel Druck gemacht, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ganz verdient gewonnen. Im Schlussabschnitt entwickelte sich ein ganz besonderes Duell. Frankfurt gegen Bad Nauheims Schlussmann Mikko Remö. Doch der Finne behielt zunächst einen ruhigen Kopf und hatte sichtlich Spaß im Derby. Es macht Spaß zu spielen, wenn du weißt, jeder macht seinen Job. Und wenn du dann auch noch so gut ins Spiel startest und die Fans so unglaublich sind, macht es einfach Spaß. Den Löwen lief die Zeit weg, doch sie verstärkten immer weiter die Offensive.
Doch sie fanden, wie immer, ihren Meister im Schlussmann der Gastgeber. Und so ist der Frankfurter Plan nicht ganz aufgegangen. Der Plan war, mehr Tore zu schießen als sie. Aber das ist nicht passiert. Wir waren hart an der Scheibe und waren aggressiv. Wir waren mehr im Angriffsdrittel als in der Verteidigung. Wir müssen weiter arbeiten und Chancen kreieren und aus diesen Chancen Tore machen. Und das ist in den letzten 4 bis 5 Spielen zu einem wirklichen Problem geworden. Am Ende schaffte es Mikko Rehme, ohne Gegentreffer zu bleiben. Bad Nauheim gewinnt knapp, aber nicht unverdient, das Derby mit 1:0. Also Derby-Sieg für den EC Bad Nauheim. In deinen Augen ein glücklicher oder ein verdienter Sieg? Ich glaube, verdienter Sieg. Weil wir haben gekämpft von erster Minute bis 60er Minute und haben wir konzentriert gespielt. Die Fans waren toll, die waren toll und ja, ich glaube, verdienter Sieg. Was habt ihr in deinen Augen, was habt ihr besser gemacht als Frankfurt? Mehr gekämpft und haben wir ein Tor mehr geschossen. Ja, vor allem nicht nur mehr, sondern ihr habt ein Tor geschossen. Ja. Wenn so ein Spiel dann gegen Ende, wird es ja dann auch immer noch mal hitziger. Frankfurt hat dann auch noch den Torhüter rausgenommen. Wird man dann als Spieler ein bisschen nervös, weil man sagt, okay, mit dem einen Tor, die brauchen nur einen Treffer und dann geht es hier in die Verlängerung? Ja, haben wir so konzentriert gespielt, dann ich glaube, wir waren nicht nervös. Wir haben jede Reihe hat gekämpft, von erster bis letzter Mann. Und das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Für alle, für Fans, für Gesellschaften, für uns, für alle. Ist so ein Sieg im Derby gegen Frankfurt dann nochmal ein anderer Sieg als gegen andere Teams? Ja, klar ist das. Klare bessere Sieg, aber ich glaube, Hauptsache für Fans ist das etwas Besonderes, weil die Rivalität ist da. Du hast es eben gesagt, wir haben es in dem Beitrag auch von Harry Lange gehört, das Kämpfen, ist das in solchen Derbys noch wichtiger als in anderen Spielen, dass man sagt, Harry hat es ja gesagt, Derbys werden immer über den Kampf entschieden. Ja, ich glaube ja, Harry hat recht, Harry hat immer recht. Noch kurz ein Wort zu eurem Torhüter. Der hat wieder eine sensationelle Leistung gezeigt. Ja, der war, glaube ich, gestern unser 6. Mann und ganz wichtiger Mann. Der hat viel gehalten, alle Chancen und für ihn auch, für ihn war das auch gut wegen Selbstvertrauen für nächste Spiele. Wir wollen nächste Spiele, gutes Stichwort, wir wollen gleich noch über die nächsten Spiele sprechen, machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder hier zurück. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen weiter über die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Bei mir der Kapitän Dujan Frosch. Das nächste Spiel, auch kein einfaches, gegen Bremerhaven, auch gegen eins der sogenannten Top-Teams. Was ist da möglich für euch? Na, ich glaube, ist alles möglich. Wenn wir spielen so konzentriert wie letztes Spiel, dann ich habe keine Angst, dass wir holen irgendwelche Punkte. Vor allem eventuell auch, weil du hast es ja vorhin mal gesagt, ihr tut euch gegen die guten Mannschaften sowieso ein bisschen leichter. Ja, weil die guten Mannschaften, die spielen ein bisschen mehr Eishockey.
Und das ist auch sehr gut. Und ich glaube, ist alles möglich. Und gegen die Top-Mannschaften, ich glaube, wir haben immer Chancen. Jetzt habt ihr gegen Frankfurt gewonnen. Das war erstmal das kurzfristige Ziel gewesen. Gibt es sowas wie ein Saisonziel, was ihr erreichen wollt? Ja, jeder will Playoff gehen. Mhm. Das ist sicherlich unser Ziel oder Top 10. Dann kann alles passieren. Und das muss, glaube ich, für jeden Ziel sein. Dann wünsche ich dafür viel Erfolg. Dankeschön, dass du heute bei uns im Studio warst und wieder weiterhin viel Erfolg in der Saison. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Machen Sie's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.